Ja. Wow, echt schön. Guck mal auf den Namen da. Hallo, Cornelia. Hallo. Willkommen. Na? Wer bist du denn? Das ist unser Henry. Ah. Ich bin Uta Seeling, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Apothekerin und Vorsitzende des Gewerberings in Mittweida. Für Mittweida 2030 wünsche ich mir eine lebendige, farbenfrohe Stadt mit Cafés, Restaurants, WLAN auf dem Marktplatz, vielen Blumen vor den Geschäften und viele junge und alte, glückliche und zufriedene Menschen. Ich lebe nun seit 20 Jahren in Mittweida und ich muss sagen, ich fühle mich in dieser Kleinstadt sehr wohl. Ich finde es total schön, dass wir ringsum sehr viel Grün haben. Wir haben eine wunderschöne Innenstadt, wo man gut leben kann. Und auch so als Familie ist es hier sehr schön, weil doch irgendwo jeder jeden kennt und man an vielen Stellen miteinander lebt und arbeitet und natürlich auch feiert. Der Gewerbering von Mittweida ist für mich sehr wichtig, weil ich glaube, eine Stadt ohne Gewerbering hat es noch schwerer. Wir organisieren schon einige Events wie das Nachtshopping oder die Shoppingtage oder auch den Lichterglanz, die sehr, sehr gut angenommen werden, die die Stadt auch am Leben halten und Leben in die Stadt reinbringen. Wir sind jetzt dabei, die Website zu modernisieren, auch anzupassen, neuer zu gestalten. Auch den Kontakt Hochschule und Stadt, der sollte immer mehr intensiviert werden. Und ich sag mal, die Zusammenarbeit zwischen diesen drei Institutionen, ich sag mal, Hochschule, Stadt und auch Gewerbering, hat sich in den letzten Jahren so auch sehr vertieft. Ja, wir haben auf der Rochlitzer Straße ja teilweise ein Problem mit den Eigentümern der Häuser. Und ich weiß, die Stadt versucht dort regelmäßig in Kontakt zu treten, um dort eben was zu tun oder tun zu lassen. Es ist halt schwierig, wenn die Eigentümer nicht reagieren. Ne? Und man kann natürlich, solange die Häuser nicht einsturzgefährdet sind, als Stadt auch wenig machen, als immer wieder versuchen, dort den Kontakt herzustellen. Ich weiß, die Stadt plant ja jetzt auch Straßensanierung und auch an diesen Bürgersteigen zu arbeiten, die ja auch sehr unregelmäßig sind. Das ist ja jetzt, steht auf dem Plan. Ich würde mir als Gewerberingvorsitzende wünschen, dass die Händler noch viel mehr auf mich zukommen oder auf unseren Vorstand zukommen und einfach auch mal noch viel mehr Ideen äußern, Wünsche äußern, dass man einfach auch mal weiß, was die Leute bewegt, dass sie auch viel mehr zu unseren Stammtischen kommen, wo auf bestimmte Sachen besprochen werden oder Aktionen geplant werden, dass man einfach noch viel, viel mehr miteinander reden kann. Ja, warum bin ich Apothekerin? Meine Mutti hat früher auch in einer Apotheke gearbeitet und ich fand das als Kind schon immer ganz toll, dort zu sein und habe in meinen Ferien auch öfters mal dort gearbeitet. Und es hat mir total Spaß gemacht, mal schon eine Salbe anzurühren oder mal einen Tee abzufüllen. Und so war für mich das schon relativ früh klar, ich möchte gerne Pharmazie studieren. Mittweida als Medikament vorzustellen, ist natürlich eine witzige Sache. Ich glaube, es ist so eine Pille zum Wohlfühlen, zum gerne da sein, zum gerne dort leben, für gute Laune. Ja, wenn ich zu Hause bin, dann nutze ich die freie Zeit. Ich lese sehr gerne. Ich brauche auch die Wärme. Deswegen liebe ich meinen Kamin ganz sehr. Und manchmal setze ich mich auch vors Klavier und spiele ein kleines bisschen für mich. Ja, ich koche gerne. Und ich gehe natürlich wahnsinnig gerne mit meinem Hund spazieren. Mittweida ist eine gesunde Stadt. Wir merken das, dass die Bürger unserer Stadt immer mehr Wert auf Vorsorge und Beratung legen. Von der Seite her kann man sagen, das Gesundheitsbewusstsein steigt mit jedem Jahr. Leider nimmt auch in Mittweida die Bevölkerung aus Altersgründen immer mehr ab. Es kommt viel zu wenig Jugend nach und das ist ein großes Problem für Mittweida wie für jede Kleinstadt auch. Und deswegen versuchen wir eigentlich, mehr Studenten auch dauerhaft in der Stadt zu halten. Ein weiteres Potenzial für die Gesundheit sehe ich in der Ernährung. Dort ist es ganz wichtig, dass man sich auch in Zukunft etwas bewusster ernährt, auch mal schaut, die regionalen Produkte isst,
saisonal bedingt schaut, was ist gerade auf dem Markt, was kommt von hier, was kann man essen. Also im Winter zum Beispiel das ganze Thema Kohl, wo so wahnsinnig viele Vitamine drin stecken, die sehr gesund sind für uns. Und dass man an der Stelle auch sich noch etwas bewusster ernährt. Das ist mein Mitweider. Was ist deins?